Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Nischen-TE2 im Ranglistenmodus. Der hat schon Champion ausgewählt, deswegen gehen wir einfach wie immer als Burg rein. Welcome to Das sieht Nova. gut aus. Das sieht echt gut aus. Den Manta hätte ich gerne noch. Verzichte ich auf den Feuerfürsten. Können wir einen ganz guten Split aufbauen. Das passt. Das sieht echt gut aus. Wir werden hier eine Sakura-Blume starten, so wie immer. Machen ein Upgrade und sind ready für die erste Runde. Er sieht ganz gut aus. Das können wir in den Split packen, die beiden. Die können gut verzögern, gerade er, der sich wiederbelebt und der kleine andere weitere Schleime belebt. Na, ihn können wir so ein bisschen als Tank noch mit benutzen, beziehungsweise auch den Stichschaden. Kann beides. Na, und das hier nochmal für die Bosse, dass wir die dann fertig machen können. Guck mal rüber. Crab Lord. Okay. Der wird auf jeden Fall halten. Der hat durchgelassen, aber der scheint Fiesta zu spielen. Er hat nur eine Wurzelqualle gesetzt. Die Schnecke tut ihm natürlich sehr weh. Und seinen zwei Krabben wird er halten. Er kann gleich noch eine dritte beschwören. Da passiert nicht viel. Okay, aber wir wissen ja zumindest, dass der andere Fiesta spielt. Hier passiert erstmal nichts. Ich werde nächste Runde mal so einen kleinen Schleim setzen. Weil ich ja keinen Champion habe. Da kann die Sakura-Blume die nicht one-shotten. Deswegen setzt man da einfach einen kleinen Schleim in die Ecke. Da wird mir nichts senden, wie es aussieht. Kann man also ganz entspannt bleiben. Der Crab Lord ist so holt. Oh, schon aufgewertet. Okay, interessant. Ja, ein kleiner Lied für uns. Nimmt mal mit. Werden jetzt. Ich werde jetzt hier erstmal einen Schleim hinsetzen, der das so ein bisschen blockt. Und dann baue ich den Split erst auf. Ja, mal gucken, ob ich bis Ende des Jahres noch schaffe, einen Rang aufzusteigen. Aktuell Experte 3. Oh, kann doch One-Shotten. Okay. Aber hält halt auch nicht so viel aus. Ohne Champion. Haben wir die Schnecke mit rein? Nehmen den sechsten Worker mit. Eine kriege ich noch mit raus. Ja, zwei Gargoyles schon platziert. Aber es ist wirklich sehr weit vorne. Das passt perfekt. Okay, links ist durch, aber es ist auch Fiesta. Aber es ist ordentlich was durchgekommen.
greife den jetzt an, das ist auch sehr gut. Ich habe geblockt. Und hier macht es natürlich Sinn dann auf. Er kann jetzt nächste Runde theoretisch noch senden, beziehungsweise auf 6. Ich werde jetzt auch für die 6 sparen. Das ist echt gut. Das Gold nehmen wir auf jeden Fall mit. Die werten wir schon mal auf. Theoretisch können wir die noch mal upgraden. Da können wir da auch noch ein paar Stacks sammeln. Okay, ich werde Robus reinschicken. Den goldenen Beschützer. Aber das ist nicht so schlimm. Kann theoretisch abkacken, da kriege ich sogar Mephium. Oh, das wird er nicht schaffen. Aber die sind noch gut belebt. Die wird auf jeden Fall nicht sterben. Und darauf kommt es an. Mal gucken, was ich noch rauskriege. Das theoretisch geht Robo immer. Das ist kein Problem. Jetzt hier einfach mal einen Wanderer hinsetzen. Ja, ein Blut kriege ich nicht raus. Wir nehmen einfach noch einen dritten Robo mit. Diese Runde könnte ich verkacken. Ja, Steinhauer und Double Brute, das wird nix. Ja, wenigstens nur einer durchgekommen. Das geht noch. Regenerationsbaum. Okay, das ist natürlich eine starke Kombination mit der Wurzelqualle, also die Schaumqualle, die sowieso regeneriert. Na, ich werde jetzt weiter den King upgraden. Schleimfrau hin. Einmal geht noch. Mein kleinen Diet haben wir schon mal. Das ist echt nicht verkehrt. Was haben wir irgendwie klar, dass noch ein Blut kommt? Doppelt sogar. Weil auf der Wave sind die extrem schwach. Ja, kacke. Das sieht nicht gut aus. Jünger sogar noch, okay. Aber die Frage ist, wenn er Fiesta hat, sowas zu bauen, macht er gar keinen Sinn. Der hält doch jetzt fast jede Welle. Naja, muss er selber wissen. Vielleicht hat er auch kein Fiesta und hat einfach nur so die erste Welle verkackt, weil er günstig bauen wollte. Ja, die Blutes haben schon reingehauen. Ich
als sie mit dem Manta mit weitermachen. Der macht guten Schaden. Hat auch Arkane Verteidigung. Machen einfach weiter King fürs Erste. Können vielleicht auf 10 gehen. Auf 10 mal einen Versuch starten. Könnte man machen. Ja, das halte ich nicht. Aber auch 180 wieder gekriegt. Das ist heftig. Der muss verdammt viele Würfe haben. Auf jeden Fall vor der 10 muss ich den Nimbus hinstellen. Oder den Berserker. Eins von beiden. Hier merke ich gerade so, dass meine Tankfrontline nicht so stark ist, wie ich es gern gehabt hätte. Oh, ein Fürst des Todes. Der ist immer gut. Also der muss übelst viele Worker haben. Vielleicht gehen wir lieber auf die 11. Aber der hat wirklich krass viele Burger. Der schickt mir jede Runde mehr. Das ist schon abartig. So, den setzen wir hier hin. Den nehme ich lieber mit als jetzt in den Bus, weil ich ein bisschen Frontline auch brauche. Many Workers, so. Wieder Schritt mit Blut rein. Berserker schon tot. Ärgerlich. Der macht mich hier fertig. Er hat zu viele Worker. Ich muss das Einkommen auch mitnehmen, sonst sehe ich ganz schnell alt aus. Ich muss auch endlich mal ein paar Waves halten. Die Sakura-Blume bleibt sonst sehr schwach. Gerade mal 5 Stacks. Das ist verdammt wenig.
Aber der hat auch echt viele Worker. Auch mal ein paar Worker. Yes, my Lord. Millennium gut. Schleime weg, dafür könnte ich die mit reinnehmen. Ja. Macht eher Sinn, dann ein bisschen was zu schicken. Jetzt wird gesammelt. Wir haben aber jetzt ein Piratenskelett, das ist schon mal sehr schön. Einen Blocker nehme ich mal mit. Millennium. Noch ein Manta. Die sind uns 700 Gold voraus. Beide. Hm. 460. Hau den Zentaur rein. Oh ja, schalte. Das war wichtig. Das war verdammt wichtig. Maulwurf mit rein. Nein, wir machen lieber Bluts rein. Das macht mehr Sinn. Jawohl, Frontline down. Centaur regelt. Oh, Kacke, der ist fast tot. Okay, erst down. Ich habe getan, was ich konnte. Ja, ich halte, das ist wirklich sehr, sehr schön. Auch wenn meine Sakura-Blumen jetzt abkacken und die nichts können. Ich brauche mehr Worker, um die Traploads down zu kriegen. Der Trapload-Spam mit Starcaller, der hat alles andere verkauft, um das hinzubauen. Doppeltes Manta-Upgrade.
muss ich auf Risiko irgendwie gehen. Weil der einzige Tau war fett, aber der ist zu schnell abgekackt. Wenn ich zwei rauskriege, wäre das richtig gut. Dass das so ein hartes Game wird, hätte ich es nicht gedacht. Aber anscheinend ist es immer schwer abzusehen. Okay, ist egal. Hat zwei Schweine. Vielleicht sammeln auf 17. Wir fühlen das so für das und für die. Na, schauen mal. Der ist wieder abgegradet. Wir müssen überleben. Und dann haben wir noch eine Chance. Wenn wir nicht überleben, ja, dann haben wir halt verloren. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, auch nicht so rosig. Aber 17 wäre schon stark. Hexe wäre noch gut. Kriege ich vielleicht noch zusammen. Ja, eine Hexe kriege ich noch rein. Mehr kann ich mir nicht leisten. Hoffen wir mal, dass es reicht. Beziehungsweise, dass er schneller down ist als ich. Mantas können gut rauszögern, weil die den Schaden reduzieren und selber Schaden machen. Haben 235, halt nicht zu verachten. Meine Sekura-Blumen sind richtig scheiße. Okay, die haben auch 200 gesammelt, so wie wir. Drei aufgeladene Schweine, die halten halt übelst lange aus, na. Die kommen einfach nicht ran. Die Schweine sind zu stark. Da kann die ganze Zeit Krabben beschwören. Die Schweine haben so lange getankt. Das war nicht schaffbar. Holy shit. Aber es gibt eben immer mal andere Games. Meine Fresse. Das war echt nicht schlecht. Von denen gespielt, meine ich. Meine Sakura-Blumen waren kacke. Ich wurde so unter Druck gesetzt am Anfang. Da ging ja nichts. Da ging nichts. Naja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne mal an, wie es vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.